Ja, guten Morgen und herzlich willkommen von der Insel Fuerteventura. Ist der erste Morgen hier. Wir sind gestern angereist und ich versuche heute den Sonnenaufgang einzufangen mit dem neuen Objektiv, was dabei ist, das Sony 1635, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe. Und versuchen werde ich heute den Schwimmturm mit einzubringen in das Bild. Und so ein paar Steine als Vordergrund. Und ob mir das gelingt, ob die Sonne überhaupt wirklich durchkommt, das zeige ich euch jetzt. So, das hier soll ungefähr meine erste Komposition werden. Ich nehme euch mal mit aufs Kameradisplay. Und ich habe den Schwimmturm hier rechts ins Bild gepackt, weil links dazwischen dem Leuchtturm und den Fahnen hier die Sonne aufgehen soll. Ihr seht, es ist noch sehr, jetzt fokussiere, bewölkt im Hintergrund. Die Sonne soll um 7:26 Uhr aufgehen, heißt so in 10 Minuten. Und ja, ob das was wird, schauen wir mal. Und so könnte das Ganze dann aussehen. Pfütze als Vordergrund und dann hier hinten die aufgehende Sonne. Sieht auf dem Kameradisplay so aus. Ich habe schon ein Foto gemacht. Das ist natürlich jetzt stark überbelichtet, weil ich noch keine richtigen Einstellungen gewählt habe. Aber so in etwa stelle ich mir das vor. Die Sonne ist immer noch nicht oben, beziehungsweise zeigt sich, ist aber auch nicht weiter schlimm. Solange probiere ich hier einfach noch ein paar Positionen aus, wo ich meine, dass da ein gutes Bild bei rumkommen könnte. Und wie gesagt, ich bin jetzt das erste Mal hier am Strand und muss noch so ein bisschen die Motive suchen und finden. Und das ist ganz gut, wenn man das eine ganze Zeit vor Sonnenaufgang macht, weil man dann einfach dann nicht in Stress verfällt, wenn die Sonne sich bereits zeigt, man einen Blendenstern einfangen möchte und man noch nicht seine Komposition gefunden hat. Von daher probiere ich mich jetzt hier ein bisschen aus. Habe hier jetzt eine Pfütze als Vordergrund mir gesucht und versuche mich jetzt so zu positionieren, dass es am Ende ein vernünftiges Bild werden könnte, wenn sich die Sonne zeigt. Auf dem Objektiv vorne habe ich einen Verlaufsfilter. Und der ist einfach dazu da, um den Himmel ein bisschen abzudunkeln, sodass der Vordergrund und der Himmel einigermaßen gleich belichtet ist. Ja, das soll es auch für heute dann schon gewesen sein. Ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden mit den Fotos. Aber wie gesagt, es ist der erste Tag hier am Strand, das erste Mal so richtig mit dem 1635 und mit dem Filtersystem und Learning by Doing, ne? Mal gucken,
ob das Video hiermit zu Ende ist oder ich die nächsten Tage noch mit reinnehme.